hier in Brüssel, sondern Präsident Poroschenko, Präsident der Ukraine, wird heute in Berlin sein und werden mit ihm gemeinsam diskutieren, wie es weitergeht in der Ukraine, im Konflikt um die Ostukraine. Wir werden sehen, wie er sich selbst dazu öffentlich nach den Gesprächen äußert. Ich bin der Meinung, dass mit Blick auf die Entwicklung der letzten Tage, mit Blick darauf, dass der Waffenstillstand nach wie vor weitgehend eingehalten ist, mit Blick darauf, dass die schweren Waffen weitgehend zurückgezogen worden sind, dass die OSZE inzwischen auch Zugang hat zu mehr der noch umstrittenen Orte in der Ostukraine. Ich bin der Meinung, dass es sich lohnt, an der Umsetzung der Minsker Vereinbarung vom 12. Februar weiterzuarbeiten. Und ich hoffe, dass das die gemeinsame Sicht der Dinge ist und bleibt. Ja, das ist ein Thema für den Europäischen Rat Ende der Woche. Da wird es auf der Tagesordnung stehen. Und ich denke, wir alle werden dabei bleiben, die Sanktionen beizubehalten, bis Minsk voll umgesetzt ist. Es ist wichtig, ein Signal an die Russen auszusenden, dass wir geeint sind und entschlossen sind und dass sie ihre Zusagen einhalten müssen, ehe die Sanktionen gelockert werden. Ich würde sagen, dass Minsk ein zartes Pflänzchen ist. Man muss sehr behutsam damit umgehen. Es ist alternativlos. Wir haben viel Kraft investiert, vor allem Deutschland und Frankreich. Und wir dürfen es nicht verdursten lassen. Hat Minsk überhaupt noch Chancen? Ja, Minsk hat Chancen. Also ich glaube, man sollte sehr vorsichtig sein mit der Wortwahl, was Minsk betrifft. Es gibt auch einige, die sagen, Minsk ist tot oder gescheitert. Ich teile diese Einschätzung nicht. Ich glaube, dass es durchaus neben viel Mühseligkeit und auch Verzögerung auch leichte Fortschritte gegeben hat. Und ich glaube, wir sollten uns auch alle bewusst sein, dass Minsk das einzige Tool ist, das wir derzeit haben. Insofern ist Minsk nach wie vor die stärkste Chance für eine friedliche Lösung und die sollten wir auch nutzen. Sollen die Sanktionen verlängert werden? Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass die Sanktionen kein Selbstzweck sind. Sie sollen ein Druckmittel sein und sie müssen immer auch im Zusammenhang damit stehen, wie die Situation wirklich in der Ukraine und vor allem im Osten der Ukraine ist. Und insofern macht eine Verlängerung oder nicht eben genau, oder ist eine Verlängerung oder nicht eben genau davon abhängig, wie sich die Situation vor Ort entwickelt.